Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Heute am 6.2. um 10.49 Uhr. Ja, ein bisschen später als gewohnt. Liegt einfach nur daran, letzte Woche habe ich nicht viel Sport gemacht, weil ich war irgendwie öfters Bier trinken, deswegen auch sehr spät zu Hause. Und deswegen habe ich heute einfach beigekommen, war gerade noch in der Stadt, weil morgen hat meine Mama Geburtstag. Ich musste noch ganz schnell eine Karte holen. Und ja, ihr seht, ich bin nicht da, wo ich eigentlich gesagt habe, wo ich wieder anfangen wollte, sondern, habe jetzt wieder da angefangen, wo wir auch gespeichert haben, bei der letzten Aufnahme. Nach einem sehr, sehr nervigen Tod. Also, nervig sind die grundsätzlich sowieso alle Tode, klar. Wieso komme ich da jetzt nicht weiter? Kurz überlegen. Ist ja auch schon wieder fast eine Woche her. Aber, das war so nervig, weil ich wusste halt, das war halt einfach fies, ne? Schön einfach, ne? Man weiß nicht, was kommt. Und was machen da am besten? Einfach, mich direkt töten. Ohne, dass ich da überhaupt irgendwas gegen machen kann. Aber okay, ne? Jetzt bin ich vielleicht klüger, ich weiß es nicht. Und ja, ich sehe jetzt die ganze Sache auch jetzt so ein bisschen entspannter mit der Produktivität, weil ich dachte, ich bin halt arschlahm. Ich bin auch arschlahm, ne? Das stört mich jetzt gar nicht so sehr, ne? Das ist mir jetzt tatsächlich aufgefallen, weil, haltet euch fest, ich hole momentan, ja, Relikte bei Crash 4. Platin und so. Also ich versuche es, sagen wir so. Und ich habe da echt teilweise für die Relikte 2-3 Stunden gebraucht. Ich habe auch genau zu sein, hat 2 Stück bisher geholt, ja. Und, aber das macht mir da gar nicht so viel aus, ne? Weil, wenn das nur für mich ist und ich halt den ganzen Tag dafür brauche, Dann ist es halt so, ne? Aber mich stört das immer, dass ihr halt die ganzen Scheiß 18 Mal euch angucken müsst. Das ist wirklich eine Sache, die mich nervt, ne? Aber ihr scheint das erstmal relativ entspannt zu sehen. Also nicht, dass ich jetzt bewusst irgendwie unproduktiv arbeiten werde. Aber ey, wenn das so ist, dann ist es so. Ist halt Tomb Raider, ne? Und die, ja, ich sag mal, Voraussetzungen oder... Wie war es denn hier nochmal? Scheiße. Sieh ich dich mal hier weg? Ist das vielleicht das Rätsels Lösung? Weil es gab hier auf jeden Fall einen Schalter und ich glaube auch ein Rätsel. Oder ein Secret, besser gesagt. Nein. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, habe ich jetzt total vergessen. Jedenfalls ist jetzt alles ein bisschen entspannter hier mit der Produktivität, ne? Wenn ich halt 3 Stunden für ein Level brauche, dann ist es halt erstmal so. Weil ich kenne das Spiel halt nicht, ne? So. Komm. Weil ich finde das auch gut, ich finde das echt schön, dass das auch einigermaßen gut ankommt, das Projekt. Also auch von den View-Zahlen her und so. Und von euren Hilfestellungen finde ich super. Also es wird mir, wenn ich irgendwann mal so weit kommen sollte, wird mir das bestimmt auch nochmal weiterhelfen. Allein schon, ne, ich sag nur Nevada. Das habe ich mir gemerkt, ja. Weil der Tipp kam einige Mal und dann muss das echt ein guter Tipp sein. So. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich jetzt? So, ich schieb dich mal da rein. Ich weiß, ich war hier schon mal. Für euch ist es vielleicht ein Tag her, vielleicht ist es auch derselbe Tag. Der ist übrigens sehr live, der Part, stimmt. Weil das war auch so eine Sache, die mich genervt hat. Dass ich nämlich keine Videos mehr habe. Ja. Ich meine, da könnt ihr nichts für, da kann das Spiel nichts für, ne? Aber wenn, dann will ich einigermaßen produktive Aufnahmen wenigstens haben. Wie komme ich denn an die Scheiße nochmal ran? Ich kriege gerade ein bisschen zu viel. Ich habe es letztes Mal einfach geschafft, ohne drüber nachzudenken. Und irgendwie habe ich jetzt einen Pfeil im Kopf. So, warte mal. So, jetzt, wenn wir dich jetzt wieder reinschieben, ne? Dann kann ich dich vielleicht da rausziehen. So. Hallo? Gut. So, zack. Rein mit dir. So, und jetzt? Ich hatte gerade voll die Idee. Aber irgendwie ist sie jetzt wieder weg. Scheiße. So, vielleicht dich hier weg. Komm. Der Part beginnt auf jeden Fall sehr spannend für euch, ne? Aber ey, ist es Tomb Raider? Ist es nun mal langsamer, ne? So. Ah, guck mal hier. Komm auch schon mal vielleicht weiter. Nein, okay, jetzt hier noch nicht. Das, um da weiterzukommen, muss ich das eine Gelöt hier wieder rausziehen. Dann kann ich den da einen reinschieben. Ich weiß nicht mehr genau, wo das Rätsel, das Secret war. Das war auf jeden Fall eigentlich ein ganz gutes Secret, weil da wollte ich auf jeden Fall hin. Da gab es nämlich ein paar Sachen, nicht nur eine Sache. So, vielleicht kam es auch erst später im Verlauf, ich weiß es nicht. So, und jetzt einmal reiner. Zack, ich muss jetzt erstmal nur einen Hebel finden. Ja, da ist er. Boah, schwere Geburt. Jetzt hoffe ich erst recht nicht, dass ich sterbe, weil ich werde das nie wiederfinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, Dankeschön. Gut, dann haben wir da unten dann gleich den Hebel. Den können wir einmal betätigen. Und ich meine, das Secret war auf dem Weg da irgendwie hin.
So, und hier... Was war hier nochmal? Da kam gleich ein Stein angerollt. Da ist auch nichts zu holen. So, und... Hopp! Nein! Ich werde wahnsinnig. Das kann nicht sein. Danke. Na, gut. Ach ja. Prost. Ein Träumchen, dieser Kaffee. Wie gesagt, es ist 6 Tage her, ne? Und den Part, den ihr jetzt seht, der dürfte, wenn der freigegeben wird, also ich sag mal so, jetzt in 5 Stunden wieder freigeben. Das heißt, der ist echt super, super frisch, ne? Das heißt, Tipps, die ihr mir gebt, die helfen auf jeden Fall. Nicht, dass ihr denkt, oh, vielleicht hast du das ja schon durch, das Spiel. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Und ich habe eigentlich geplant, heute ein bisschen längere Aufnahme zu machen, und dass ich mich jetzt auch nicht mehr so davon abfacken lasse. So wie jetzt zum Beispiel. Jetzt habe ich mich hier einmal durchgequält. Hab so einigermaßen gereilt, wie das vielleicht funktionieren könnte. Und, ja, hat nur leider im Endeffekt nichts gebracht. Weil ich halt starb. Ich glaube, ich kann mir hier relativ viel Ärger sparen. Weil... es im Endeffekt nichts anderes ist als... Moment. Komm, du gehst einmal ein Stück rein. Ich muss aber selbst mal überlegen. Fuck, wie habe ich das denn nochmal gemacht? Oder war es jetzt verkehrt? Ich glaube, das war verkehrt. Ich glaube, ich bin eins zu weit. Und das meinte ich halt, ne, bei der letzten Aufnahme. Wo ich dann halt so ein bisschen genervt war vielleicht. Halt so dieses... Es dauert alles so lange, ne? Es dauert alles so lange. Natürlich liegt es an mir, klar. Ne? Weil ich das Spiel halt nicht kenne. Okay, so. Das heißt, wir schieben nochmal einen anderen rein. Wen nehmen wir denn mal? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Fuck. Ich bin wirklich ein bisschen überfordert. Schieben wir dich rein. Ich muss eigentlich nur einen Weg freiräumen, ne? Mehr ist es ja eigentlich nicht. So. Dann gehst du mal dahin. Flup, flup, flup. Ah, haha. Guck mal, da ist er einfach nur hinter. Gut zu wissen. Dankeschön. So. Oh, ups. Ich habe mich schon gedreht. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich muss schon sagen, also jetzt, wo ich, also kleines privates Zock-Update. Days Gone zocke ich ja auch. Das ist aber irgendwie echt, weiß ich nicht. Ich habe auch mit Fahrenheit übrigens angefangen. Weil ich das eigentlich schon so lange auf meiner Liste habe, das Spiel. Und ich muss sagen, der Anfang ist echt vielversprechend. Also fängt echt spannend an. Macht Bock, ist ein bisschen, teilweise echt ein bisschen schwierig mit dem Zeitlimit und der Steuerung und so. Da liegt nichts, gut. Aber ist eigentlich ziemlich cool. So, okay. Vorsicht, Pfeile, Dennis. Runter. Lass dich nicht treffen. Das ist der falsche Weg. Falscher Weg! So, und auf jeden Fall, nach so ein paar Monaten Crash Bandicoot Pause, wo bemerkt, es macht echt wieder Bock, ne? Muss ich ja schon sagen. Also die Herausforderung, da alles zu holen, die ganzen scheiß Relikte und sowas. Ich habe jetzt mich bisher noch nicht mit perfekten Relikte gekümmert, ich habe es auch erst einen Tag versucht, ne? Also so einen halben Tag habe ich es versucht, habe dann dabei zwei Relikte geholt, zwei Platin-Relikte schon mal. Hängen jetzt in dem Level, ja, wie hieß das? Ich glaube, ist das... Ne, toxische Gedönskirche. Auf jeden Fall, wo der Geheimbereich ist. Mit den ganzen farbigen Edelsteinen. Und da muss man echt mega schnell sein. Das ist echt brutal. So, okay, gut. Jetzt können wir eigentlich wieder... Wohin führt mich der Weg da unten eigentlich? Das ist ja jetzt hier... Ist das der erste Raum? Das ist nicht der erste Raum. Wir schwimmen einfach mal da durch. Wir können aber ein bisschen ausprobieren, ne? Solange wir nicht ertrinken. Ah, okay. Stimmt, das war der Schlüssel. Boah, den hätte ich fast übersehen, Alter. Habe ich ihn jetzt oder habe ich ihn nicht? Ich kann es zum Verrecken nicht erkennen. Der liegt da nicht mehr gut. Ich hätte auch einfach so machen können, ne? Ja, alles klar. Schlüssel des Ganesha.
So. Ich werde auf jeden Fall heute auch weitermachen. Oder? Werde ich heute weitermachen oder spiele ich erstmal... Ich spiele heute erstmal Days Gone weiter. Ich muss ja direkt rendern. Und ich lasse währenddessen auch immer, also während ich natürlich die Plattenrelikte hole, immer meinen Grabber laufen. Weil ich muss ja auch, ich möchte euch das ja noch irgendwann mal zeigen, wenn ich es nochmal geschafft habe. Mal überlegen, wo komme ich denn jetzt hier hin? Wo komme ich jetzt zurück? Den Hauptraum. Ist das hier richtig? Ich weiß es nicht. Vorsichtig. Gut. So. Ah, das sieht immer gar nicht so verkehrt aus. Ja, siehste. Wunderbärchen. Okay. Das heißt, jetzt komme ich dann hier runter. Aber irgendwas war da im Argen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten Schuss, um durchzukommen. Ich denke mal, dann könnte das Level vielleicht auch zu Ende sein. Okay. Schlangen gab es jetzt keine mehr. Hier ist ein Schalter. Ja, genau. Von mir aus. Ah, und hier war eben auch der Geheimbereich. Da muss ich dann nur aufpassen wie Sau. Weil... Ah, warte. Nee, okay. Da gab es nämlich Giftpfeile und Gift hasse ich in dem Spiel. Echt, Gift ist scheiße. Ich habe kaum Medipacks und... Krischet halt nicht hin. Ah, hier ist er. Wo ist denn hier der Geheimbereich? Wo muss ich denn dann officially hin? Ich habe keine Ahnung. Es gab hier aber einen, mehr als einen Pfeil. Da unten sind, glaube ich, Stacheln gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwas, was mich töten möchte. Oder auch nicht. Oh, schon liegt was drin. Scheiße. Nein, ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Tja. Was soll ich sagen, ne? Ist halt so. Ach ja. Ich will da aber hin. Da sind gute Sachen. Ich brauche Medipacks. Ihr habt mir auch geschrieben, dass, der Marvin war das, glaube ich, sogar, ne? Dass die meisten, oder dass ich so wenig Medipacks habe, dass die wirklich so selten sind, weil sich der Großteil nämlich in den Secrets befindet, die man finden kann. Aber das mit den, die man finden kann, hat er zwar jetzt nicht gesagt, aber das habe ich jetzt einfach mal unterstellt. Und ja, natürlich ist das dann etwas problematisch, ne? Natürlich will ich dann die Scheißdinger haben. So, klar. Ist das gerade ein bisschen blöd oder so? Ja, irgendwie schon. Warum packst du das denn dann nicht? Ach, kannst du doch? Okay. Sie wollte nicht. Sie wollte einfach nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Oh Mann, ey. Was ein Scheiß. So. Aber ey, vielleicht schaffen wir es heute. Vielleicht schaffen wir es heute. Ein paar andere Waffen wären eigentlich auch mal ganz nice. So. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Einfach nur dichter rein. Damit ich den gleich nach unten schieben kann. Einmal umdrehen. Vielen, vielen Dank. Gehst du da rein? Flupp. Ich werde mir das Medipack gleich nochmal holen. Vielleicht müssen wir das dann hier gleich nochmal machen, ja. Oh Dennis, du hast doch so viel Speicherkristalle. Nein, mache ich nicht. Nee. Ich habe jetzt ein paar in Reserve. Das ist auch gut so. So. Flupp. Und siehe da. Hallo, Herr Schalter. Wie geht es dir? Immerhin, ne? So einen gewissen Lernerfolg kann man ja zumindest erkennen. Und zwar auch wenn es nur in der Form ist, dass ich einfach etwas schneller bin als sonst. So. Lauf, Schlampe. So, und alle hopp. Halt dich fest. Dankeschön. So, danke. Hüpp und hüpp. Ach so. Ich habe jetzt die Map falsch im Kopf gehabt. Ja, komm. Bringt doch eh nichts. Wir werden getroffen oder wir werden nicht getroffen. So. Nicht da, wo der Schalter ist, sondern da, wo man durchlaufen kann. Genau. Komm, hoch da. Hoch die Tassen. Einmal hier reinhüppeln. Flusch. Ich weiß aber nicht genau, warum ich diesen Schalter vorher nicht gesehen habe oder ob man da nicht dran kam. War da irgendwie Lava vorher?
oder irgendwie Matschepampe, die zu Wasser geworden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal fix den Schlüssel. Dankeschön. Hoho. So, zack. Fertig. Geht eigentlich wirklich, ne? Wenn man weiß, wo man hin muss. Und das ist immer das Schlimme. Das ist aber, glaube ich, in jedem Tomb Raider-Teil so. Ich habe immer die Probleme zu rekapitulieren, was ich überhaupt die ganze Zeit gemacht habe bis zum Tod, ne? Das war im ersten Teil so, das war im zweiten Teil eher weniger so, weil da konnte ich an Ort und Stelle speichern. Aber hier habe ich ein absolutes Déjà-vu vom ersten Teil. Weil ich denke mir, boah, jetzt will ich den ganzen Weg da hingehen und so. Weil das war ja der Grund, warum ich letztes Mal so relativ abrupt aufgehört habe. Weil mir halt auf den Sack ging, dass ich da schon wieder den Scheiß machen musste. Aber im Endeffekt, ey, das ist echt nicht viel, so viel Zeit, ne? Wenn man halt weiß, was man tut. Was ich bei mir eigentlich niemals unterstellen würde. Um ehrlich zu sein. Den Hebel, oh, den mache ich sofort. Den mache ich sofort. Wobei, na, vielleicht sterbe ich auch. Boing! So. Dankeschön. Ich bin so dumm. Okay, Alter, das wäre... Ich hätte es verdient. Also ich hätte nichts anderes sagen können, als ich hab's verdient. Okay. Ja, das ist dumm. Erstmal ohne Scheiß, ich habe auf Springen gedrückt. Ich wollte eigentlich einen Backflip da raus machen, aber die hat es nicht gerallt. Sie hat es nicht gerallt. Und das fuckt mich gerade ein wenig ab. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich glaube an mich. Ob ihr mich glaubt, ist mir egal. Der Hauptsache, ich glaube an mich. Und vor allem Hauptsache, ich habe Kaffee. Kaffee ist gut. Kaffee ist mein Ambrosia. Neben Bier natürlich. Okay, so, zack. Auf ein neues...